Hi und herzlich willkommen heute zur Fortsetzung des Q&As. Und ich denke, wir kommen heute durch alle Fragen durch, die bei YouTube gestellt wurden. Aber ich habe auch noch welche per Facebook und per E-Mail gekriegt. Also kommen die auch noch drin. Ja, und den Anfang macht heute Ingo. Denn der hat irgendwie 3 oder 4 Fragen hinterlassen unter dieses Video. Und zwar, hallo Silke, ich habe erst das Prinzip der Übertragung verstanden, nachdem ich die Erklärung für MySenf gelesen habe. Da geht es um eine Diskussion bezüglich meiner Psychotherapie-Erfahrung. Meine Frage, was ist der Unterschied zwischen Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut in ihrer Zielsetzung und Methodik? Was gibt es noch für Methoden neben der Übertragung? Hättest du Lust, einen kleinen Überblick zu geben, entweder im Q&A oder in einem separaten Video? Psych-Überblick für Anfänger. Ich bringe das jetzt hier unter, weil ich denke, dass das meinerseits eher auch ein Nähkästchengeplauder ist, denn ich bin ja nur Medizinstudent, der zwar ein Semester Psychiatrie und Psychosomatik hatte, aber ich habe kein Psychotherapeuten, also beziehungsweise Psychologiestudium abgeschlossen, und ich bin auch noch kein Facharzt für Psychiatrie. Also, nur mal so ein knapper Überblick zu meinem derzeitigen Stand des Wissens bezüglich Psychotherapie und so weiter. Also, ja, es gibt 2 unterschiedliche Ausbildungswege, um Psychotherapeut zu werden, denn sowohl Psychiater als auch Psychologen arbeiten psychotherapeutisch und können sich deswegen Psychotherapeuten nennen. Obwohl da gerade Sachen in der Diskussion sind, wo Psychiater und Psychologen sich nicht einig sind, weil die wohl das Wort Psychotherapeuten für sich exklusiv verwenden wollen und so. Da gibt es gerade Streitigkeiten. Also schlussendlich ist es so, dass ein Psychologe Psychologie studiert und ein Psychiater Medizin studiert. Die arbeiten beide gleich, außer dass Psychiater auch Psychopharmaka verschreiben können und dürfen und mehr Ahnung von den Wechselwirkungen von solcher Sachen haben. Psychopharmaka dürfen allerdings auch verschrieben werden von Hausärzten, sprich so in Akutsituationen, wenn man, ne, irgendjemand kommt an, hat eine Depression, weil, weiß der Geier, wir hatten zum Beispiel in der Hausarztpraxis eine Frau, deren Sohn hatte sich das Leben genommen und danach war die logischerweise depressiv, aber die muss natürlich 3 Monate auf einen Termin beim Psychologen oder Psychiater warten. Deswegen kann die Hausärztin dann auch Antidepressiva verschreiben, um einfach diese Initialzeit zu überwinden, auch wenn sie dann kein Psychiater ist. Aber sonst, abgesehen von den Medikationen, arbeiten Psychologen und Psychiater dann gleich. Und es gibt im Allgemeinen 2 Therapiemöglichkeiten, die man wählen kann, und man muss sich für eine der beiden schlussendlich in seiner Facharztausbildung und ich glaube auch in seiner Psychotherapeutenausbildung entscheiden, nämlich das eine ist tiefenpsychologisch und das andere ist verhaltenstherapeutisch. Wobei man schlussendlich beides nicht so zu 100% trennen kann. Und ja, je nachdem, was für eine Störung da beim Patienten vorliegt, muss man sich dann überlegen, was man da anwenden kann. Verhaltenstherapeutische Sachen sind zum Beispiel so Sachen wie Exposition gegenüber einer Sache, vor der jemand Angst hat, also eine Phobie hat. Sprich, ich habe eine Spinnenangst, also Arachnophobie, und setze mich dann nach und nach der Spinne aus. Also erstmal einen Meter weg, dann 20 Zentimeter weg, dann auf meine Hand und so. Das wäre verhaltenstherapeutisch. Das kann man auch in anderen Sachen machen. Und tiefenpsychologisch ist sowas wie, man quatscht 5 Jahre lang über die Vergangenheit, die Kindheit und versucht, Affekte schlussendlich umzuprogrammieren. Ja, aber da beide psychotherapeutisch arbeiten, gibt es keinen Unterschied. Also, ne, wenn ich jetzt sage, Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut, sowohl Psychiater als auch Psychologen sind Psychotherapeuten, aber sie haben eine unterschiedliche Ausbildung. Nämlich der eine Mediziner und der andere Psychologe. So, und das war eigentlich alles, was ich so darüber weiß. Ja, und in der tiefenpsychologie wird dann halt das Prinzip der Übertragung benutzt, wo der Patient seine Konflikte auf den Psychiater projizieren kann, so wie ich Konflikte mit meiner Mutter auf meinen Psychotherapeuten projizieren kann. Und dann kann ich die mit dem Psychotherapeuten ausklamüsern und die Sachen klären, die ich mit meiner Mutter nicht hätte klären können. Und deswegen ist das tiefenpsychologisch. Oder so. Ja, und damit sind wir durch mit allen Fragen, die mir auf YouTube gestellt wurden. Und es geht zu Facebook.
Da gab es eine Frage von Tanja Hoffmann. Wie immer toll, sie hat unter irgendeinem Beitrag von mir gepostet, hätte auch ein paar Fragen für weiteres Q&A, wenn du magst. Erstens, was empfiehlst du bei Fettleber? Welche Ernährung? Beziehungsweise, was sollte man nicht mehr essen? Kann sich die Fettleber wieder erholen und wie lange dauert das? Also ich empfehle bei Fettleber natürlich das, was ich bei jeder Ernährung, bei jeder Krankheit empfehle, eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung. Also Fettleber, komisch, das hat irgendjemand anders hat das auch noch gefragt. Ist das gerade irgendwie im Internet ein Ding? Fettleber? Fettlebertherapie? Sagt irgendjemand, dass man mit ketogener Ernährung Fettleber therapieren könnte? Kann sein. Also, eine Fettleber entsteht natürlich dann, wenn man zu viel Fett isst oder zu viel Fructose isst oder wenn man zu viel Alkohol konsumiert und das Leberglykogen voll ist und der Körper aus Fructose oder Fett oder Alkohol Fett herstellt und nicht das ganze Fett in den Blutkreislauf rauslässt, wo es dann zu Triglyceriden oder Cholesterin wird, sondern es einfach in sich selbst ablagert. Die Leber wird zum Märtyrer für den Körper und verfettet. Und während sie verfettet, funktioniert sie natürlich auch nicht mehr so gut. Und da unterscheidet man zwischen alkoholischer und nicht alkoholischer Fettleber. Also wenn jemand nicht gesoffen hat, dann hat er seine Fettleber vom Essen. Und natürlich geht das dann auch weg, wenn man das bleiben lässt, was zu Fett wird. Also Fett und Fructose, sprich Haushaltszucker. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr mein Glucose-Fructose-Video gesehen habt. Ja, und das geht dann auch weg, wenn man diese Sachen bleiben lässt. Ich weiß nicht, wie lange, weil ich das im klinischen Setting tatsächlich noch nie beobachtet habe. Ist vielleicht auch unterschiedlich, je nachdem, wie krank man ist, wie stark verfettet die Leber ist. Ich würde mal so schätzen, höchstens ein halbes Jahr. Also in Anbetracht dessen, dass die Insulinresistenz beim Diabetiker, wenn er diese Ernährung auf diese Ernährung wechselt, auch ratzfatz vorbei ist, in Anbetracht dessen, dass der Cholesterinspiegel nach 4 Wochen runter ist, wenn man zu dieser Ernährung wechselt, gehe ich davon aus, dass es auch in der Leber nur wenige Wochen dauert, vielleicht 1 Monat bis 3 Monate, höchstens 6 Monate, bis das Problem beseitigt ist. Dazu muss man natürlich ein bisschen konsequent sein. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Ihrer nächsten Frage. Hast du Tipps für eine sanfte Ernährungsumstellung? Ich denke, wer sein Leben lang nicht gut gegessen hat, kann sich doch nicht von heute auf morgen komplett umstellen, oder? Ich habe mich nicht von heute auf morgen komplett umgestellt. Ich wusste aber auch nicht, was das Ziel ist oder so. Also, ich habe halt angefangen vor fast 30 Jahren mit Fit fürs Leben, was gar nicht so weit weg ist von dem, was ich jetzt mache. Aber ich habe natürlich auch viele Irrwege und so weiter da in unterschiedliche Richtungen unternommen, vor allem in Richtung Rohkost. Das war halt ein ziemlicher Irrweg. Das ist halt null wissenschaftlich fundiert. Da ist Fit fürs Leben halt schon irgendwie ausgegorener. Ja. Ich weiß nicht, ich denke, man sollte halt irgendwie, ja, halt. Scheiße, wie erkläre ich denn das jetzt am besten? Dass man sich selbst irgendwie einen Plan macht, was man in welcher Zeit so erreichen will. Das ist natürlich schwer, von einem Tag auf den anderen umzustellen. Zum einen, weil man nicht weiß, was man stattdessen kochen kann, weil man keine Erfahrung darin hat, weil man nicht weiß, wie man Sachen zubereitet, weil man keine Inspiration für Rezepte hat und auch, weil das Belohnungssystem einen natürlich dahin treibt, weiterhin Chips und Schokolade zu kaufen. Und so, wenn man Hunger hat und in seiner Routine drin ist und mit Freunden essen. Und das ist ja alles, das ganze Essen ist ja unglaublich viel, tief verankert in unserer Psyche und in unserem Verhalten und so weiter, weil wir es dauernd machen und weil es auch mit unserer Kindheit zusammenhängt und diesem Ganzen. Also je nachdem, wo man gerade steht, finde ich, sollte man sich irgendwas vornehmen, was man dann als nächstes machen will. So wie viele fangen erstmal an, auf rotes Fleisch zu verzichten. Und dann vielleicht auf Huhn zu verzichten und dann auf Milchprodukte zu verzichten und dann auf Fisch zu verzichten oder was, Reihenfolge ist jetzt hier egal. Oder Weißmehl konsequent auszutauschen gegen Vollkornprodukte, sodass man halt sich selbst irgendein Ziel vornimmt, das vielleicht 1-2 Tage, nicht Tage, wollte ich nicht sagen, 1-2 Wochen oder so macht und dann sagt, yay, habe ich geschafft, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn man jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob du wegen der Fettleber fragst, weil sie dich betrifft oder so, wenn man eine akute Krankheit hat, dann denke ich, ist zum einen die Motivation höher. Licht. Ist die Motivation höher, jetzt was zu machen? Ne? Wenn ich gerade einen Diabetes diagnostiziert bekommen habe, ist jetzt vielleicht gerade der Moment, wo ich richtig motiviert bin, was zu ändern. Wohingegen jemand wie ich, der nie krank war, vielleicht
schwerere Methoden findet, sich zu motivieren. Das sagte zumindest Dr. Goldhammer im True North immer. Die Kranken, die haben wenigstens richtige Gründe und Argumente, warum sie jetzt was tun sollen. Kann man schlussendlich selbst entscheiden. Also wer bei bester Gesundheit ist, hat bei mir auch zumindest medizinisch den Segen, Fleisch zu essen. Wenig, aber medizinisch spricht da nichts gegen. Da spricht ethisch was gegen und so, ne? Und hier Tierleid und Treibhausgase und dieses ganze Zeug. Und medizinisch spricht da nichts gegen. Kann man selber entscheiden. Je krasser man die Ernährungsumstellung schafft, desto effizienter wirkt sie auch. Und wer da irgendwie gerade Druck hat, weil er jetzt gerade nach einem Herzinfarkt dasteht oder nach einem Schlaganfall, der sollte vielleicht konsequenter sein. Also sanft, eine sanfte Umstellung finde ich, wenn man sich selbst überlegt, worauf könnte man jetzt verzichten, das probiert, sich so selbst challenged, ein, zwei Wochen das wegzulassen und dann, wenn man es geschafft hat, mit was anderem anzufangen und wenn man es nicht geschafft hat, weiter daran üben. So in dem Sinne. Da kann auch jeder selber entscheiden, was ihm leicht fällt und was ihm schwer fällt. Natürlich das, was einem leicht fällt, vielleicht zuerst weglassen. Und dann gewinnt man hier ein bisschen an Drive, weil man sagt, ja, habe ich ja geschafft, war ja gar nicht so schwer und so weiter. So denke ich. So, wir haben, oh Gott, 11 Minuten. Sollte ich noch eine Frage beantworten oder nicht? auch von Tanja weiterhin. Hast du früher Fast Food, Fleisch und so weiter gegessen? Fällt dir deine Ernährung manchmal schwer, wenn du ehrlich bist? Du wirkst immer so toll, diszipliniert und stark. Ich habe mit 13 aufgehört, Fleisch zu essen. Ich habe Fast Food gegessen, aber an und für sich auch nicht so lange. Und wenn, dann auch nur einmal im Monat. Oder nee. Also eigentlich schlussendlich, nachdem ich ausgezogen bin, habe ich fast nie mehr Fast Food gegessen. Meine Mutter hat gelegentlich Sachen in der Pommesbude geholt, halt irgendwie einen Hotdog oder eine Bratwurst oder Pommes und so ein Zeug. Vielleicht alle 2 Wochen oder so, als ich Teenager war. Sie hat mich als Kind hauptsächlich mit Dosenravioli ernährt, weil wir immer ins Krankenhaus fahren mussten, meine kranke Schwester oder meine kranke Oma besuchen. Also ich habe das beschissenste Essen wirklich in meiner Kindheit gegessen, was dann halt auch dazu führte, dass ich mit 15 Jahren dann eben Fit fürs Leben entdeckt habe, dass ich, weil ich übergewichtig war und abnehmen wollte und so vegan wie möglich leben wollte, damit River Phoenix mich heiratet, der ja jetzt leider verstorben ist und den mich ich nicht mehr heiraten kann. Aber gut, wo waren wir? Fleisch. Nee, also dann irgendwie, nachdem ich ausgezogen war mit 21, eigentlich nicht mehr. Ich war noch nie so ein Fastfood-Freund. Fällt dir deine Ernährung manchmal schwer, wenn du ehrlich bist? Du wirkst immer so toll, diszipliniert und stark. Also mir fällt, in Stresszeiten fällt es mir bisschen schwerer, aber dann auch nicht in Bezug auf mein Essen, sondern in Bezug auf Kaffee oder Alkohol, dass ich das immer noch als Belohnungseffekt manchmal nehme oder auch so Sachen wie vegane Schokolade oder so. Was ich auch, wie gesagt, medizinisch, wenn man es gelegentlich macht, alles nicht schlimm finde. Schlimm wird es, wenn man es dauernd macht und wenn man süchtig danach wird. Und unter Stresszeiten fällt das dann schwer. Mir fällt es auch manchmal ein bisschen schwer, wenn Leute mit was gratis kommen und ich das dann ablehne. Ich war bei der Plasmaspende letztens und haben die jedem Spender eine Beefy geschenkt. Wo ich dann aber, also Beefy, Beefy kann mich auch echt gar nicht, könnte mich auch gar nicht verführen. Aber da habe ich auch gesagt, tut mir leid, nein, danke, ich bin vegan, um denen das dann mal unter die Nase zu binden. Aber wenn was Veganes, Leckeres ist, dann fällt es mir schwer. Jetzt geht der Sommer los und dann gibt's veganes Eis im Bioladen und dann will ich das eigentlich nicht essen, aber will es doch essen. Also da fällt mir das dann schon schwer. Aber ich kriege das dann meistens wieder in den Griff. Besonders dann, wenn ich mich wieder, ne, auf die Raus-aus-der-Lustfalle-Challenge fokussiere oder so. Aber das ist, ja. Schokolade ist ein Problem. Alkohol kann auch mal ein Problem sein. Der Rest fällt mir nicht schwer. Ich denke, damit sind alle Fragen beantwortet. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich, ich sage ciao, bis morgen zu Zero Waste, eure Silke.